Hallo, ich bin Carola Barth und ich habe mir vorgenommen, meine Konfliktschienen zu lösen. Und zwar nach und nach, immer in den Portionen, wie es mir für meinen Körper in der sogenannten Heilphase, die wir als Krankheit empfinden, Klammer zu, absolut verkraftbar ist. Das ist ganz wichtig. Das wird in der folgenden Übungsanwendung auch nochmal eindeutig so initiiert. Jetzt frage ich, und das kannst du auch machen, wenn du eigenverantwortlich deine Konflikte lösen möchtest. Jetzt frage ich dafür, indem ich die Hand aufs Herz lege, mein Herz und meine innere Weisheit und mein höheres Bewusstsein, welches meiner Probleme in Lösung gehen darf. Und die Antwort, die ich bekomme, ist sofort deine Angst. Genauer spezifiziere ich das und frage nach und erhalte die Antwort, es handelt sich bei dir um den sogenannten Angst-im-Nacken-Konflikt. Also die Angst, die dafür sorgt, dass mein Nacken hart wird, sich verspannt und letztendlich ein mehr oder weniger schmerzhafter Prozess stattfindet. Und in der nun folgenden Heilungsmeditation löse ich den Konflikt, und zwar demgemäß, dass ich an die Stelle gehe und dafür mein Unterbewusstes bitte, diese Stelle zu finden, an der mein ursprünglicher Angst-im-Nacken-Konflikt die Konfliktschiene gestartet hat. Also meine Idee ist, die allererste Konfliktschiene zu löschen und zu neutralisieren, in der Hoffnung, dass der Konflikt dann nicht mehr wieder auftritt. Und diesem Thema widme ich mich heute in der nun folgenden Lösungsanwendung. Noch eins vorweg. Du machst das auf eigene Verantwortung, wenn du mitmachst. Ich kann die Verantwortung für mich übernehmen, aber leider nicht für dich. Alles Liebe und viel Erfolg. Setze dich bequem an einen Platz und schließe zunächst einmal deine Augen und gehe mit Hilfe dieser Musik in eine komplette Entspannung nach und nach. Lass dir ruhig einen Moment Zeit, fahre dein Tagesbewusstsein runter, lass alle Gedanken los, lass jeden Gedanken Gedanken sein und halte mit der rechten Hand den Daumen der linken Hand umschlungen. Und nun entspannst du immer weiter. Dein System fährt nach und nach weiter runter und du entspannst noch tiefer. Du merkst, wie deine Sorgen dich verlassen, wie du immer weiter wegkommst von deinem Alltagsverstandesdenken. Halte nun mit der linken Hand den Daumen der rechten Hand fest. Und mach dich jetzt bereit für eine kleine Zeitreise. Die Zeitreise soll dich genau bis zu dem Moment führen, kurz bevor dein Problem das erste Mal initiiert wurde. Um das Eintreten des Problems zu verhindern, reise jetzt bitte auf dem Zeitstrahl an den Augenblick
kurz bevor das initiale Ereignis passierte. Und während du nun deine beiden Hände auf deine Herzgegend legst, entscheide du: Ich entscheide mich zu wissen und zu fühlen, mein Geist ist frei, auf dem Zeitstrahl genau so weit zu reisen, bis zu dem Moment, kurz bevor mein Problem initiiert wurde. Und es kann sein, dass du dich in einer anderen Zeit wiederfindest. Es kann sein, dass du Bilder siehst, dass dir Bilder in den Sinn kommen oder Gedanken, von denen du vielleicht denkst, oh, daran habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Und für die Lösung meines Problems entscheide ich mich jetzt, mit dem Zeitstrahl zu reisen. Mein Unterbewusstsein und mein höheres Selbst steuern mich und ich bin in kompletter Sicherheit. Und ich reise jetzt mit dem Zeitstrahl bis genau zu dem Punkt, kurz bevor mein Problem das erste Mal initiiert wurde. Genau an dieser Stelle ziehe ich eine Stopplinie, eine rote Ampel, hilft mir, an dieser Stopplinie stehen zu bleiben. Und nun bereite ich mich auf das Übertreten dieser Stopplinie vor. Mein Geist kreiert nun einen neuen Ablauf, der mit dem Übertreten der Stopplinie passiert. Lass dir dafür einen Moment Zeit. Fühle dich dabei schon jetzt noch sicherer, noch geborgener und genieße die Liebe und Sicherheit, die an diesem Ort für dich präsent ist. Atme diese Liebe und diese allumfängliche Sicherheit ein und verankere ein tiefes Wohlgefühl in jeder Zelle und jeder Sphäre deines Körpers. Du fühlst Geborgenheit und tiefe, allumfassende Liebe. Du atmest diese Geborgenheit und diese Liebe förmlich ein. Du gehst jetzt mit deiner Wahrnehmung in das Gefühl, die Situation aus deinem übergeordneten Bewusstsein heraus neu gestalten zu lassen oder selbst kreativ neu zu gestalten. Und ich lade dich ein, zu fühlen und zu sehen und dabei zu spüren, was jetzt an der Haltelinie Fantastisches passiert. In dem magischen Moment, wenn die Ampel auf Go, also auf Grün springt, siehst du eine Realität, die schöner nicht sein kann. Du gehst durch diese Zeitschranke, sobald die Ampel auf Grün gesprungen ist. Jetzt. Jetzt ist Grün. Du siehst eine Realität, die schöner und vollkommener nicht sein kann. Du gehst durch diese Zeitschranke und fühlst und siehst eine wunderbare Wirklichkeit. Du nimmst diese wunderbaren Geschehnisse jetzt mit jeder Zelle deines Körpers wahr. Deine Hand liegt dabei immer noch auf dem Herzen. Fühle jetzt den folgenden Entscheidungssatz. Ich entscheide mich, in diesem Moment geht es mir super gut. Alles, was an dieser Stelle an Wohlbefinden, Wohlwollen, Wohlfühlen und Gutsein und in Ordnung sein initiiert wird, wird in meinen Zellen verankert. Und zuvor wurden die Speicherplätze gereinigt.
Das vorherige Programm wird in genau solchen Portionen losgelassen, wie es für mein gesamtes System gut und aus jeder höheren Sicht angemessen ist. Und es verschwindet genauso angemessen nach und nach das alte Programm im Universum. Und es wird angemessen von jedem Sicherungsplatz, von jedem Ort, von jedem, egal wo es abgespeichert war, in alten, angemessenen Einheiten losgelassen. Die jeweils frei gewordenen Speicher werden jetzt mit dem neuen, fantastischen Wohlgefühl und mit kindlichem Frohsinn und neuen wunderbaren Erlebnissen belegt. Und der Körper wird nur die Chance nutzen, notwendige Enzyme und Hormone und andere Regelmechanismen auf neue Weise mit dem System angemessen zu generieren und zu verwenden. Und du fühlst dich rundum beschützt und heil und vollkommen geliebt, denn du befindest dich nun fortan mitten in der Selbstliebe. Jetzt geht es zurück ins Tagesbewusstsein. Ich werde dafür von 5 bis 1 runterzählen und bei 1 bist du dann wieder im kompletten Wachbewusstsein angekommen. Du wirst fit und energievoll sein und dich deinem Leben wieder offen zuwenden. 5, 4, 3, 2, 1. Öffne nun deine Augen und genieße im weiteren Verlauf eine schöne Zeit.